Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur letzten vor Silvester feierlichen Sitzgelegenheit hier bei uns am Feuer. Der Patrick ist glaube ich schon wieder im Wald und schlägt sich mit dem Holz oder mit den Nachbarn. Oder beidem. Oder beidem. Er haut vielleicht auch mit seinem Holz die Nachbarn, das kann auch sein. Da läuft ein Taschenlampenmann, das ist mir gerade egal. Denn von Patrick habe ich gehört, ich soll einen Logsled leer machen. Sonst weint er wieder. Ganz bitterlich. Und das wollen wir nicht. Wir wollen den Patrick nicht weinen sehen. Das ist nicht schön. Es geht hier aber jetzt auch ein bisschen schneller vorwärts, wenn wir das hier unten fertig bauen, ne? Also. Stimmt, ja. Ja, die Laufwege sind ein bisschen kürzer. Bisschen? Ich glaube, das kriegen wir. Die Plattform kriegen wir auf jeden Fall bis zum Update noch fertig. Also bis zum Update, ja. Naja. 131 weniger 4, 2 im Sinn und 3 fallen lassen, ja, kommt hin. Ich glaube, ich regeneriere mal kurz ein bisschen Ausdauer und dann gehe ich jetzt gleich mal ein bisschen Stöcke suchen, in der Zeit, wo du rumspielst. Wobei, bei der hinten müsste doch eigentlich müssten noch wieder Stockbäume sein, oder? Wenn man ganz weit durchfährt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter zurück diesmal. Okay. Na, ich komme mal zu dir gejubelt. Übrigens in Ark soll man beim nächsten großen Update so Allianzen schließen können. Okay. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber kann sein, wenn man eine Allianz schließt, dass das dann, also dass man PvP anmachen kann, aber dass das vielleicht dann so wie PvE ist, zueinander. Ja. Oder so in der Art, oder keine Ahnung. Das wäre natürlich extrem praktisch, ne? Ich weiß nicht, ich habe halt da reingeschaut in die, also wenn du in das Spiel reingehst, hast du ja unten die Vision immer. Und wenn du da drauf kickst, kann es halt sein, dass du, also dann siehst du vielleicht upcoming Patches und so. Mhm. Ela, kannst du mal ganz kurz auch aufmachen und gucken, wie viele jetzt gerade akut da sind? Also es wird jetzt gerade mal 5 angezeigt, es kommt mir aber immer noch hart wenig vor irgendwie. Ich stelle den Logsled mal eben hier hin. Boah, ist aber jetzt echt wenig los. Also bei mir sind 6. Ja, stimmt, bei ihr auch. Bei mir sind es 5. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht Dinge. Ey, hier liegen echt nirgendwo Stickies rum. Nee, da kannst du noch weiter zurücklaufen. Brennding. Taschenlampe, Brennding und Reh. Oh nein, ein Reh. Lauf. Ich laufe schon, ich habe Angst. Ja klar, jetzt brennt's hier schon. Ey, nicht, dass der die ganzen Bäume abfackelt, ne? Ja, das kann gleich passieren. Ja, dann solltest du mir mal helfen kommen. Ja, warte. Alter, was der ausrastet hier. Hör du, ich hau dir aufs Brett. I'm coming. Weiter raus. Jetzt bist du dann gelaufen. Also Burning Fuzzi habe ich. Ich habe hier noch 2 von den kleinen Spinnern. Warte. Das ist ein Weg. Ach, schreit doch nicht so, Jungs. Au, jetzt brauche ich Hilfe. Hä? Jetzt? So, ist aber Schmerzen. Ich habe halt die längere Zeit schon keine. Oh, der hat aber viel zu essen bei hier. Hat der auch noch was gedroppt? Nö. Dann mag ich den ab sofort nicht mehr. So. Wo habe ich denn den Feuerfutzi hingelegt eigentlich? Bäume. Ah, da. Der hatte auch nichts bei außer einen Stein. Warte. Auf was soll ich warten? Nein. Oh, die Taschenlampe sieht jetzt aus wie bei Slenderman. Was? Oh, hi. Ui, ja. Schabusi! Schabubi! Oh Gott, irgendwie dieses Geräusch. Ich sich jetzt selber sogar. Da. Schicht im Schacht. Irgendwas gedroppt, was Schönes? Tote Körper. Oh, super, tote Körper. Ich habe übrigens ein Reh mitgenommen. Nö. Ne? Oh, ein Eichhörnchen. Taschenlampenmann. Haben wir schon ein... Oh, Eichhörnchen kann man, glaube ich, nicht mitnehmen, oder? Kein Taschenlampenmann. Oh, doch. Oi, Jesus Christ. Haben wir schon einen Eichhörnchenkopf? Nein. Scotty? Ja. Ich kann nicht, ich habe einen Eichhörnchenkopf in der Hand. Ach du, Piesel. Komm. Nicht weglaufen jetzt. Nicht feige sein. Wer ich? Nee, ich wollte nicht weglaufen. Nee, nicht du. Ich lege den Kopf mal kurz eben hin. Den nehmen wir gleich mit, ne? Treffe ich den nicht? Lass nicht.
Soll ich dir den kurz abnehmen? So, so macht man das. Hä? Er ist tot. Wo ist er? Er ist tot, du brauchst nicht weiter draufhauen. Ja, wo ist er? Mein Gott, du hast ihn zu Eintopf verarbeitet wahrscheinlich. Ja. Ein Topf, ein guter Topf. Taschenlampenmann flüchtet, wie er kann. Mit seiner Taschenlampe dran. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, ach genau, wir müssen um halb aufhören. Ja, ja, schrei nur, Junge. So. So, wo habe ich denn den Eichhörnchenkopf hingelegt? Ich glaube, da. Irgendwo. Komm hier, gib mir das. So. Nächste Taschenlampe, Mann. Ey. Ich kann jetzt hier leider auch keinen Logslab mitnehmen. Ich muss jetzt so zur Basis zurücklaufen. Mit dem Kopf in der Hand. Ja. Yo, 10, 11. Zack, zack. Ja, also im Chat zack, ist lustige Szenen angesagt, würde ich sagen. Übrigens, falls man irgendwas da sehen sollte, also hier drüben, das, was rechts von mir hängt, also im Bild links, das ist eine Wurst. Eine Wurst. Eine Wurst, ja. Ich kann dir gleich mal eine Wurst zeigen, wenn du möchtest. Nee, danke. Die ist ganz schrumpelig. Und ein bisschen weißes Zeug ist da auch drauf. Oh Mann. Kinderhörspiel ist gerade schon Kinderhörspiel. Ja, durchaus. Ja. Es bleibt ja auch ein Kinderhörspiel. Ich rede ja nur von meiner Wurst. Keiner will deinen Frankfurter mit Senf sehen, ja? Ich halte mal ganz kurz eben die Wurst in die Kamera. Guck mal, da hängt die Wurst. Oh Gott. Jetzt musst du gleich warte mal kurz da reingucken. Da hängt sie. Och nö. Ja, sie ist schrumpelig und mit weißem Zeug drauf. Und übrigens kommt sie aus Frankreich. Alter! Ja, ich hab doch gesagt, da hängt meine Wurst. Ja, die wollte ich auch nicht unbedingt sehen. Wieso? Die ist bestimmt lecker. Nein, es ist keine Kackwurst. Eine Kackwurst im Schweinsdarm. Ach Mann. Kannst du gleich dann nochmal so ein Squiddle, genau. Das Ding hängen wir oben hin, das Eichhörnchen, ne? Drin oder draußen? Da oben. Da oben. Ja, oben dran. Da, also, weißt du. Warte. Müssen wir uns mal einen schönen Ort überlegen. Am besten neben unserem Tannenbaum. Wir brauchen einen Kamin, ey. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich war Hunger, weißt du, ich verdurste gleich, ich habe keine Ausdauer mehr, mir geht's total. Bist du denn dann super. Hier draußen bei der Eingangstür oben hin, oder wo? Oh, nö, drin hätte ich jetzt gedacht, irgendwie so als Sammelsurium. Warte, wo war das? Decorations, oder? Keine Ahnung, aber gib Gummi, weil ich habe nur noch, irgendwas werde ich gleich sterben. Entweder Durst, Hunger oder... Also, wo jetzt drinnen? Beim Eingang drinnen, oder? Können wir hier in der Ecke vielleicht machen, einfach so, oder ich weiß nicht, was wir hier sonst hin machen sollen. Ich meine, wenn ich der Baum... Ja, dann mach wie du willst, ich steck das Ding einfach dran. Eben einfach. So. Jo, das ist total schön. So. Oh Mann. Ich mach mal eben schnell hier das Wasserding fertig. Das Basen, wenn es nämlich wieder regnet, dann Okay. Was für Probleme hast du? Was ist falsch mit dir? Wie eine Wasserrutsche und so. Ah ja, Wasserrutsche. Lassen wir das. Immer speichern. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein Stück getrunken. Dann gehe ich mir jetzt gleich noch mal ein bisschen eingeborenen Arme essen und dann können wir speichern, wenn du möchtest. Beziehungsweise ich muss auch noch ein bisschen Fleisch aufhängen. Ich habe hier ja noch ein bisschen was lecker. Currently feel gold. I feeling like a. You currently feeling gold? Jo. Ach, kalt. Kalt fühlt er sich, der Patrick. Ich dachte, du bist da gewohnt mit den Temperaturen. Ja, ich vielleicht doch, aber mein Charakter nicht. Ah, stimmt auch wieder. So, was gönne ich mir denn jetzt mal? Oh, das sieht lecker aus, das esse ich mal. Mein Lagerfeuer ist übrigens weg. Was? Schon wieder? Ja. Total. Wir haben noch 5 Minuten. Wir brauchen keine Fallen, wir sind selbst die beste Falle. Au. Haut mir die Tür in die Nase. Sorry, ja, die beste Falle. Wenn die Eingeborenen kommen, einfach die Tür vor die Fresse hauen. Klar, bams! So nicht rein. So. Wo gehen wir jetzt hin? Sollen wir ein bisschen da runter gehen noch? Kannst du wobei, wir haben noch 2 Minuten, das lohnt sich nicht. Was soll ich machen? Wieder vor?
Heya! Was? Meinst du nicht, machst du doch nicht. Das war daneben. Auf was hast du auf mich geschossen? Dadurch, dass ich keine Muni habe, ja. Ja, Wie weit sind wir nicht mit der Passenger-List hier? 9 von 43 habe ich gefunden. Wieso ist der Blank T eigentlich eingekringelt? Ach, das ist wahrscheinlich unser Sohn, oder? Warum oder krieg wir? Ich Schaden? Keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, warum du Schaden kriegst. Wahrscheinlich, weil du irgendwas hast. Hunger, Durst, kalt. Nee. Epileptische Anfälle, Dünnpfiff. Kalt, aber. Irgendwas wird sein. Weißt du was? Ich geh jetzt einfach. Da, ja. Ich muss eh schon. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ne? Wünscht dem Patrick schon mal ne, ein schönes Silvester gehabt zu haben und auch so weiter und so fort. Bis dahin, ciao und adieu.